Feeling like I know the words of a song I haven't wrote. Song of love. Herzlich willkommen zu meinem dritten Video Minecraft. Wir waren ja stehen geblieben bei dem Bau des Lagers. Das würde ich ganz gern noch ein bisschen umgestalten. Dazu aber gleich. Was auch schon verbessert wurde, das hier unten haben wir ja schon gesehen, dass wir da endlich mal die ganze Fläche weg haben. Dass der Hintergrund kommt auch noch irgendwann weg, aber wir sind hier auf jeden Fall einen großen Schritt weiter. Haben wir auch die Brücke in diese Richtung ein bisschen weiter ausgebaut, weil wir einfach viel zu viele Bruchsteine haben. Und ihr seht, der Rand fehlt noch, klar. Aber dieser ganze Weg wurde hier auch schon ausgebaut, sodass man hier bis zur Game of Thrones Mauer weitergehen kann. Die auch noch nicht so ganz fertig ist. Also guckt, kann man hier schon relativ weit gehen jetzt. Das ist auf jeden Fall ein Fortschritt, den wir sehen. Den wir auch offline durchgeführt haben. Dem langen Weg dieser Mauern. Sehr hoch, sehr breit. Geht voran, würde ich mal sagen. Zurück zum Lager. Was wir ja da hinten angefangen haben. Ich habe mir überlegt, ich würde da ganz gerne den Hintergrund auch mit Holz haben. Deswegen müssen wir diesen Raum um eine Fuge verkleinern. Gehen wir einfach mal hin, dann zeige ich euch das. Das erklärt sich dann einfacher. Kurz dahin. Das muss auch noch alles weg hier. Ah, diese Gegner, da muss ich mir auch noch was einfallen lassen. Ich habe überlegt, eine große Lichtsäule in die Mitte zu bauen, damit die hier nicht mehr spawnen. So ihr Lieblingsplatz, den sie haben. Den Boden habe ich schon mal ausgenommen. Können wir gleich ausfüllen. Ich habe überlegt, wenn ich das jetzt so lasse, habe ich ja im Hintergrund immer meine Sand. Oder wie nennt sich der Stein hier? Kurz gucken, ich habe gerade keine Inventar. Habe ich dann immer im Hintergrund. Ich möchte den aber auch gerne mit dem Holzhintergrund haben. Deswegen ändern wir das gleich nochmal. Aber beginnen wir hier in diesem Video einfach mal mit dem Boden. Den wir jetzt mit Holzbrettern auslegen werden. Weil der ganze Raum, den möchte ich einfach im Holzdesign haben. Sieht, denke ich mal, ganz gut aus, wenn wir den so bauen. So ein bisschen auf altrustikal. Zack. Zack, 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 zack. Schön Boden zum Reingehen hier. Genau. Und weiter. Wird hier alles dicht gemacht. Ah, zwischendurch mal ein Leck ist. Warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich schon zu viel zum Laden. Was machen wir hier? Machen wir da Holz oder machen wir da noch den Eingang so? Machen wir den Eingang eigentlich eher noch so, würde ich vorschlagen. Nehmen wir die mal kurz mit. Sieht, glaube ich, besser aus. Den Rest Holz. Genau. Genau, der muss hier oben hin, ganz sicher. Holz, Holz, Holz. Nehmen wir uns gleich noch ein Stack. Da reicht er ziemlich genau. Haben wir gut abgezählt. In diese Richtung geht der Raum noch ein bisschen weiter. Da können wir dann noch ausbauen. Machen wir aber erstmal das hier fertig. So, wie der Plan war. Dann müssen wir das Ding hier erstmal wegmachen. Bauen wir dann auch gleich wieder auf. Fallen natürlich erstmal die ganzen Materialien raus, klar. Das Wichtige ist, wir brauchen die Kisten. Wir haben beide Kisten, sehr gut. Das Schild muss nochmal weg. Wir müssen kurz mal umstapeln auf die hier. Wir machen da nach oben, na klar. Das nicht. Doch, das ja. Genau, wir wollten das jetzt als Hintergrund haben. Soll so aussehen. Zack, zack, zack. Unseren Vordergrund, zack. Eine Etage soll nach oben. Hier auch hoch. Jetzt mal die Fackel kurz wegmachen. Ich mache das Licht hier gleich wieder an. Zack, zack. Das ist perfekt ausgeleuchtet. Und die Kiste jetzt da drauf. Hier mal ein Stück zurück, sonst sammeln wir gleich alles auf hier. So. Kiste, Kiste. Jetzt können wir die auch alle wieder reinstapeln hier. Müssen hier nicht alle rumliegen. So, haben wir hier noch welche? Irgendwas aufgenommen?
Nee, haben wir alles. Und dann kann das Schild auch wieder ran. Hier sieht das nämlich besser aus mit dem Holzhintergrund. Natürlich oben. Ah, wir brauchen viel mehr Holz. Ah, nee, wir haben hier noch welches. Okay. Zack, zack. Hier oben drüber machen wir noch eine Kiste. Und dann da das Schild mit Bruchsteinen. Bruchsteine? Bruchstein? Bruchstein ist am besten. Oh. Das war eins zu viel. Oh, ich glaube, können wir das nochmal ändern? Sieht das dann anders aus, wenn wir jetzt die Leerzeile hier weglassen? Bruchstein. Fertig? Nein, sieht genauso aus. Machen wir darunter gleich noch eine Kiste. Haben wir noch Holz da? Wir haben noch Holz da. Kiste war hier. Eins. Zwei. Zack, die machen wir gleich da oben drüber. So sieht das auch ganz gut aus. So soll das aussehen. Was wir dazwischen machen? Vielleicht eine Fackel. Überlegen wir uns noch. So soll das dann aussehen. Oder so ein Stein geht vielleicht auch. Moment. Gucke ich gleich mal. So, vielleicht hier so. Sieht das doof aus? Eigentlich nicht. Sieht eigentlich ganz gut aus. Da sollen dann die nächsten hin. So. Genau, brauchen wir noch mehr Kissen. Und dann können wir von drüben erstmal welche rüberholen, Materialien. Dann geht das vorwärts. Eins. Oh, das waren gleich zwei. So. Kisten. Eins, zwei. Da hätten wir gleich noch zwei bauen können, klar. Ja. Können wir das auch gleich hochstufen? Nee. Eins. So, da fehlen. Ja. Okay, dann müssen wir kurz mal aus den die machen. Dann langt das auch wieder. So. Wo sind sie? Da. Und ein Schild. Das werden wahrscheinlich noch mehr Bruchsteine. Genau, das werden noch mehr. Wir haben so viele davon. Bruchstein. So sollte das aussehen. Zack. Natürlich passt die Ecke dann nicht. Doch, da kriegen wir noch zwei hin. Obwohl, nein, da fehlt die Ecke hinten. Dann bleibt das so. Wie sieht das dann aus, wenn wir das jetzt zumachen? Natürlich Verschwendung von Holz. Na gut, wir machen es trotzdem. Falls wir es nochmal öffnen müssen, dann haben wir gleich den Holzhintergrund. Das war super. Zack. Zack. Das können wir so. Machen wir hier ein Loch. Achso, weil der Kies vorhin runtergefallen ist. Zack, 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 zack. Gucken, wie es aussieht. Machen wir die Fackel mal kurz woanders hin. So. Und dann, da kommt sie sowieso noch höher. Das ist okay, können wir ein Holz reinsetzen. So, gar nicht so leicht. So, setzen wir das Bett mal kurz eins rüber. Jetzt muss ich kurz mal hier hin. Ich sehe, meine Axt ist kaputt. So, hier machen wir die Wand mal kurz ausfüllen. Einfach für das optische Bild, wie es am Ende aussieht. Das Bett stört mich hier gerade. Ah. So. Die Kiste könnten wir eigentlich auch einbauen. Das macht eigentlich Sinn, so eine Kiste da reinzubauen. Ist das nicht ganz so unausgefüllt? Ich glaube, das machen wir auch. Wollen wir die jetzt hier abbauen? Nehmen wir die mal kurz hier rein. Und zwar hier oder da? Hm, machen wir da ein. Dann die da rein. Ah, man sieht sie ja kaum, oder? Könnt ihr auch noch ein Schild darüber machen. So
Die Fackeln machen wir dann. Wie machen wir die so? Ich stehe eher auf das Symmetrische. Da können wir hier noch eine machen. Nein, mal sehen. So, das Schild machen wir hin. Und das ist dann die. Wie nennt sich die? Werkbank? Werkkiste? Handwerk. Wie nennt sich diese Kiste hier? Werkbank, genau. Können wir die jetzt nochmal ändern hier? Weiß ich nicht. Das ist auf den schwierigen Weg. Werkbank. So, dann sieht man das ja auch besser. Sehr gut. Wie sieht das aus am Ende? Ich glaube, ganz gut. Da kommt dann die nächste Etage und die Zwischenetagen überlege ich mir dann vielleicht mit so einer Art Holz- und Glasboden das Ganze zu verzieren. Zack, die Fackel muss kurz weg. Bringen wir direkt wieder an, damit wir hier was sehen. Die Kiste ist die voll? Nein, die ist leer, die können wir direkt verwenden. Noch eine Etage höher, da würde ich nicht sagen. Auf die Seite würden wir das machen. Zählen wir mal kurz ab. Wie viel waren das hier? Eins. Achso, das ist ja dann doppelt hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wir sehen gleich wieder was. Sechs, sieben, acht. Soweit gehen wir hier rein. Mal kurz hier eine Fackel hin, damit wir hier mehr sehen. Genau, und dann machen wir die anderen Kisten dahin. Oder ist das zu weit? Ist nicht zu weit. Nehmen wir das mal kurz aus hier. Glaube, das gefällt mir ganz gut hier, wenn wir das am Ende fertig haben. Besser als die vorangegangene Lösung. Und am Ende müssen wir natürlich obenrum noch einen hoch, einen Gang schaffen da in diese Villa rein. Und da habe ich natürlich jetzt jemand angelockt, super. Kommt bestimmt gleich hierher. Spitzhacke müssen wir auch mal wieder bald neue bauen. Kommt er her oder kommt er nicht her? Ne, kommt nicht, geht wieder zurück. Heben wir das mal schnell alles aus hier. Alles weg. Damit. Genau, bis hierhin. Geht ja relativ flott. Aber das erstmal, damit man mehr sieht. Video. Genau. Vielleicht könnte man ja an der Wand auch Kisten machen. Macht eigentlich Sinn, wenn wir da auch noch welche machen. Machen wir auch. So. Ist das noch höher? Ne, erstmal noch nicht. Alles weg hier. Genau. Und hier sollen dann auch diese hin. Ziehen wir mal kurz hier die Wand lang. Bald wieder Bäume fällen gehen bei so einer großen Holzgestaltung. Weg das hier. Manchmal überlege ich, ob ich mir schon mal TNT hinstelle und einfach alles wegsprenge hier. Dass man Raum sprengt. Geht schneller. Alles weg. Haben wir noch? Sind wir gleich durch. Mache ich schon mal eine Fackel. Das stört sie nicht. Zack, zack, zack. Weg damit.
Spitzhacke kaputt. Ich würde sagen, wir bauen das jetzt hier mal schnell aus, damit wir hier vorwärts kommen. Genau wie drüben, symmetrisch natürlich. Eins frei, eine Kiste, da noch eins, dann kommt die zweite Kiste. Und da kommt es wieder hoch. Kommt man natürlich gerade nicht, weil es hier stört. So. Und von oben so runter. Zack, zack. Zack, 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 zack. Ach nee, wir müssen das ja noch zubauen, stimmt. Ich vergaß, den Hintergrund machen wir ja so. So. Holzverschwendung. Rettet den Wald. So, so. Ah. Natürlich muss der letzte dann daneben gehen. Und dann die nächste Etage machen wir dann nämlich so hier. 1, 2. Die muss jetzt mal kurz weg. Machen wir gleich wieder neu. 1, 2. Ein Stack haben wir noch. Und dann hier wieder hoch. Und dann kam hier eine Kiste. Vielleicht machen wir hier Öfen hin. Mal sehen, was uns da erwartet. Bauen wir erstmal zu. Und die Kiste bauen wir denn da rein jetzt. Natürlich mit dem schwersten Ding. Da geht so natürlich schneller. So, 1, 2. Nehmen wir da. Bauen wir hier schon mal auf. Zack, zack. Der kann weg. Der kann weg hier. Machen wir hier nochmal schnell zu. Können wir hier nämlich noch eine Fackel setzen, damit wir mehr sehen. So. Der muss auch nochmal weg. Kommt direkt neu. Na, das sieht da schon ganz gut aus hier. So stelle ich mir das vor. Großes Lager. Würde ich sagen, machen wir jetzt mal einen Break. Ich werde mich dann mit offline jetzt erstmal mit dem Farmen von Holz beschäftigen, damit wir hier weitermachen können. Das ist der letzte Stack, den ich habe. Und dann werden wir das Innere, die erste Etage abschließen. Wie hoch sind wir hier? Wie hoch können wir noch? Ah, wir können auch ein ganzes Stück, dass wir mehrere Etagen hier hinbekommen. Und dann sollte das ein relativ ansehbares Lager sein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Lasst nochmal ein Abo hier und wir sehen uns dann im nächsten Video. Fröhliche Weihnachten. Tschö, tschö. Die Menschen wollen immer, dass ich alles für sie tue. Dabei vergessen sie, dass sie es selbst in der Hand haben. Du willst ein Wunder erleben?